Mein Name ist Michael Ullenbruch, ich bin Agraringenieur und bin 55 Jahre alt und bin hier auf dem Klostergut Maria Lach. Und wir stehen hier vor unserem Hofladen am Hauptparkplatz. Wir sind ein Biobetrieb mit 440 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche. Davon sind 110 Hektar Dauergrünland, der Rest ist Ackerland. Und wir betreiben eine Kreislaufwirtschaft hier in Maria Lach. Das heißt, der Mist, den unsere Tiere erzeugen, sowohl unsere Rinder, Schweine als auch Hühner, der wird auf unsere Felder ausgebracht. Dann arbeiten wir mit weiten Fruchtfolgen, um auf natürliche Art und Weise Stickstoff in die Böden einzubringen, zum Beispiel durch Luzerne, Hülsenfrüchteanbau wie Ackerbohnen und auch Erbsen. Und dann wird natürlich dann wieder mit Fleisch produziert aus dem Futter, was erzeugt wird. Und dieses Fleisch wiederum wird dann im Hofladen hier vor Ort in Maria Lach vermarktet. Bei den Mobilstellen sehe ich im Moment so, dass, glaube ich, so ein Limit erreicht ist, wo nicht mehr Mobilstelle dazukommen. Man sieht ja auch aktuell am Markt, dass auch viele gebrauchte Ställe mittlerweile nicht mehr verkauft werden können, weil die Leute gemerkt haben, der Markt ist übersättigt mit diesen Mobilstellen. Die Leute können ein oder zwei Eier maximal am Tag essen und irgendwann ist auch das Potenzial aus meiner Sicht ausgeschöpft. Also beim Marktpotenzial sehe ich da eher Probleme im Moment, so ein bisschen auf die Biobranche zukommen, da viel mehr Leute momentan wirklich aufs Geld schauen müssen aufgrund der jetzigen Politik. Und ich selbst habe auch widerfahren, dass der Eierabsatz zurückgegangen ist. Auch dadurch, dass viele konventionelle Betriebe in den letzten Jahren vermehrt auf mobile Hühnerhaltung gestellt haben und dann auch konventionelle Eier aus Mobilstellen verkaufen und dass die Verbraucher oft einfach die Eier dort kaufen, wo sie sehen und teilweise auch unabhängig davon kaufen, ob sie mit Biofutter gefüttert wurden oder wie sie halt entsprechend gehalten wurden. Sie sehen quasi, wo das Ei produziert wird auf der Wiese und dann greifen sie entsprechend zu, wenn die Leute ein Eierautomat daneben stehen haben oder gehen entsprechend in den Hofladen. Und da sehe ich das Problem einfach, dass aufgrund der mobilen Haltung halt viel mehr Eier im konventionellen Bereich dann auch gekauft werden, weil die Leute einfach die Hennen laufen sehen. Prinzipiell finde ich gut, was die ökologische Tierzucht da macht und dass mehr Zweinutzungshühner gezüchtet werden. Man muss nur dann entsprechend auch die Eier teurer vermarkten können, um halt eben bei weniger Legeleistung einen entsprechenden Deckungsbeitrag erzielen zu können. Wenn der Marktpreis 10, 15 Cent höher liegen würde als bei den Einnutzungshennen, dann würde ich sagen, kann man das auch durchaus vertreten. Vor allem, weil man auch die Zweinutzungshühner her besser als Suppenhuhn vermarktet kriegt oder in Form von Fertiggerichten oder von halt veredelten Produkten. Ja, also ich habe auch selbst mein Bruderhähne aufgezogen und gemästet und leider, also es hat alles funktioniert von der Mast her, aber das Problem war nachher bei der Vermarktung, dass die Kunden in unserem Hofladen tatsächlich eher dann zu einem Suppenhuhn gegriffen haben und das Bruderhähnchen wir hingelegt haben, weil es einfach zu knochig, zu wenig Fleisch dran war. Selbst dann, wenn die Leute sich selber Frikassee machen oder sich selber einen Geflügelsalat machen, haben die dann lieber in dem Fall tatsächlich auf einen Suppenhuhn zurückgegriffen. Und das habe ich ein bisschen bedauert, weil man will ja eigentlich was Gutes tun, dass die Bruderhähnchen großgezogen werden. Man kann feststellen, dass in den letzten ja, 2, 3, 4, 5 Jahren doch der Trend nach Fertiggerichten unheimlich gewachsen ist. Das heißt, wir lassen verschiedene Geflügelprodukte in der Dose herstellen und auch dann Produkte von unseren Rindern und von unseren Schweinen. Und das wird immer mehr nachgefragt, weil viele Leute nur einen 1 oder 2 Personen Haushalt haben und sagen, es lohnt sich nicht, abends extra zu kochen. Und dann hat man halt schnell einen Reis dazu gemacht oder Nudeln, um halt ein schönes Bio-Gericht dann auf den Teller zu bringen. Nee, jetzt mal ganz ehrlich, also es kann nicht sein, dass vor dem Krieg, ja, ein Berufskollege von mir, der hatte 50 Tonnen besten Backweizen bei sich liegen, Ware hier an der Mosel erzeugt. Die Ware wurde nicht abgenommen, der Preis war zu teuer, den er gefordert hat. 14 Tage drauf kam Anruf, wir nehmen gerne deinen Weizen, weil aus der Ukraine die Schiffe mit dem Bio-Weizen im Hafen gelegen haben und der Weizen dioxinbelastet war, konnte man ganz schnell auf den deutschen Weizen, der etwas teurer war, zurückgreifen. Ich persönlich finde das pervers, was da teilweise passiert, egal ob bei den Tieren oder auch im Futterbereich, dass die deutsche Ware dann teurer gehandelt werden muss, damit wir hier überleben können, unter den Bedingungen, die die Politik geschaffen hat. Ja, und dass günstige ausländische Ware halt hier den Markt kaputt macht. Das finde ich sehr bedauerlich, muss ich sagen. Ja.